Mahlzeit, kein Geld für Star Citizen. Mein Name ist JR und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Nicht mehr über das Gameplay von Star Citizen, sondern eine Ebene darüber, die Entwicklung oder besser gesagt die Probleme dabei, sowie ein Vorschlag, wie wir vielleicht helfen können. Zum Hintergrund und da es das letzte Mal so ein paar Missverständnisse da gab, ich bin Supporter des Spiels, tatsächlich, seit Oktober 2013 sogar. Ja, und persönlich ein großer Fan vom ganzen Setting, also vereinfacht gesagt, liebe ich alles, was mit Raumschiffen im Weltall zu tun hat, sei es jetzt Star Trek, Star Wars, diverse Spiele, was die NASA so entdeckt, also ja, und The Expanse kommt ja auch bald, 5. Staffel, freue ich mich auch drauf. Und es gab beim letzten Mal so einiges an Kritik, was sich auf die Recherche bezog, und da muss ich sagen, das stimmt, das war gerechtfertigt, also es ist nicht immer leicht für Star Citizen zu recherchieren, aber das war tatsächlich so ein bisschen schlampig. Da gelobe ich Besserung. Und was wir natürlich nicht wollen, ist, dass hier irgendwelche Leute deswegen falsch informiert werden und einen falschen Eindruck bekommen. Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. So, jetzt ursprünglich geplant war jetzt für das Jahresende 20 eigentlich was anderes, nämlich Cyberpunk, was hoffentlich noch kommt. Aber vor allem wollte ich jetzt das erste Footage von Squadron 42 hier vorstellen, also die Beta. Denn nachdem es ursprünglich 2014 kommen sollte, wurde es ja verschoben. Dann 2016, 18 sollte was kommen. Und dann hat man letztes Jahr im August wirklich beteuert, dass es jetzt im zweiten Quartal, dann aber im dritten Quartal 2020 spielbar sein soll. Ich habe es geglaubt, habe mir sogar einen Alarm gestellt, weil ich einer von diesen Leuten bin, die möglichst wenig Spoiler anschauen und die beste Spielerfahrung haben wollen. Und jetzt, jetzt ist es wieder verschoben worden und ein konkretes Release-Datum gibt es jetzt auch nicht mehr. Okay, dachte ich mir, das könnte jetzt eine ziemliche Shitshow werden, wenn das zu einem Thema jetzt hier gemacht wird, in einem Video, weil Teile der Community, wie soll man sagen, sehr emotional auf Kritik reagieren und einige sind jetzt, das sind jetzt meistens ja nur einfache Textkommentare oder Videoantworten, wo man zerlegt wird oder was auch immer, aber einer, ja, das ist jetzt eine tolle Geschichte. Einer ging auch so weit, dass er eine Art Drohbrief in einen Briefkasten geworfen hat. Im Sinne von, ey, ich weiß, wo dein Auto wohnt. Und ich sag jetzt einen Briefkasten, weil es war nicht meiner. Aber es wäre der von einem Familienmitglied. Und ich muss schon sagen, das ist dann so ein neuer Level, auf den man kommt. Ne? Also jemand, der so aufgewühlt ist, dass er was schreibt und irgendwo hinfährt, das dann einwirft, das ist jetzt schon ungewöhnlich. Ich meine, es gibt eine Menge Bekloppter da draußen, aber ehrlich, das ist erstmal so ein komisches Gefühl, ne? Und auch so der Hauptgrund dafür gewesen, dass ich dieses Drama von Anfang dieses Jahres nicht fortgesetzt habe, obwohl ich eigentlich da schon noch was hinzufügen wollte. Aber jetzt, deswegen, jetzt am Ende des Videos möchte ich nochmal über die Community reden und was wir vielleicht besser machen können. Aber vor allem soll es in diesem Video darum gehen, wie wir als Gemeinschaft möglicherweise einen Beitrag dafür schaffen können, dass Star Citizen einen besseren Weg einschlägt, falls es noch jemanden interessiert. Der Titel ist jetzt 8 Jahre in Entwicklung und wenn man das so erwähnt, gibt es auch immer so ehrgeizigen Erklärbär, der sagt, dass das jetzt normal ist, weil beispielsweise Red Dead Redemption 2 genauso lange gebraucht hat. Aber der springende Punkt ist da eben, dass RDR 2 in seinem 8. Entwicklungsjahr auch praktisch fertig war und nur noch poliert werden musste. Und in dieser Phase ist ja weder Star Citizen noch der Singleplayer-Ableger Squadron 42. Und ich habe hingegen zunehmend Zweifel daran, dass es entweder unmöglich ist, Star Citizen fertig zu kriegen oder ob es den Entwickler überhaupt noch interessiert oder sowas ähnliches wie eine Fertigstellung überhaupt dort angestrebt wird. Denn Videospiele haben auch immer so ein Verfallsdatum, wenn es zu lange dauert. Dann ist es irgendwie an allen Ecken und Kanten veraltet. Also Duke Nukem kann ja so ein Lied davon singen. Und dann wird es, ich sag mal, haarig, ne? Ich habe jetzt zwei Theorien für mich so rausgesucht, wo die Probleme liegen könnten. Also, wenn wir über die Verzögerung des Spiels reden, die immer wieder neuen Release-Termine, dann steht ja unweigerlich die Frage im Raum, ob Cloud Imperium Games als Firma einfach unfähig ist. Ja, das kann ja sein. Das klingt jetzt hart, aber das muss es nicht. Das selbsternannte Ziel ist ja etwas, was vorher keiner gewagt hat, hört man häufig. Ein Projekt dieser Größe mit hunderten Leuten, die voneinander abhängig sind und einem sich ständig verändernden Plan unterworfen, ja, da ist es klar, dass das Ganze schwer ist. In
diesem Zusammenhang wird auch häufig gesagt, dass die Ziele von Stars, das sind die Inhalte dabei, also kurz gesagt die Features, sich ändern. Dass es anfangs ein anderes Spiel sein sollte, als das, was es jetzt sein soll. Insbesondere wichtig ist da ja der Schlüsselmoment, als man sich entschieden hat, über die eigentlichen Kickstarter-Goals hinauszugehen und dann etwas viel Größeres, viel Imposanteres, Besseres zu erschaffen, was dann natürlich mehr Zeit und Aufwand bedeutet. Das meine ich jetzt aber nicht. Ich meine, das ist ja normal, wenn man ein Spiel hat, dass sich dann da Dinge verändern, also Features reinkommen oder rausfliegen. Ich glaube aber, dass der häufigste Kritikpunkt beim Nicht-Können das Problem mit dem Feature-Creep oder Scope-Creep ist. Also damit meine ich, dass wenn man ein Projekt hat und unklare Ziele, dann wächst und wächst das alles, ohne dass man sich auf das Budget oder die zusätzliche Zeit dabei fokussiert. Und vor allem hat der Auftraggeber das ja gar nicht gefordert. Ja, also man will immer mehr und mehr und mehr und die Probleme und Herausforderungen wachsen exponentiell. Und irgendwann geht gar nichts mehr. Und Lieblingsbeispiel früher war da für mich die Brennsoftware Nero, kennt wahrscheinlich kaum noch jemand. Aber auch Microsoft Word hatte da so Probleme mit diesem Thema. Und ich schätze mal, wenn man ein richtig ambitioniertes Spiel machen will, was von Anfang an richtig groß und umfangreich ist, also kann ich mir zumindest vorstellen, sieht Chris Roberts das, dann wird man auch diesem Vorwurf ausgesetzt sein. Der zweite Punkt, den man häufig in diesem Zusammenhang mitbekommt, ist Roberts selbst. Also er gilt als Perfektionist und Berichte darüber, dass er sich maßgeblich in die Entwicklung einmischt, gibt es auch einige. Und zwar jetzt in einer Weise, dass einmal fertig entwickelte Elemente wieder verworfen und neu gemacht werden sollen und nochmal und nochmal. Und im Detail beschrieben hat es sogar ein ehemaliger Angestellter David Jennison, also nicht für die Öffentlichkeit, das war geleaktes Material, das hat er vor 5 Jahren rausgeschwappt. Und der war Lead-Artist und hat in 17 Monaten nur 5 Charaktermodelle fertiggestellt. Und ja, am Ende des Tages wissen es nur die Angestellten selbst, was so das Hauptproblem dort ist. Und von außen kann man das natürlich nur schwer einschätzen. Also ich habe jetzt diesen Versuch unternommen mit dem Feature des Salvaging, also das Bergen von anderen Schiffen, dass ich mir da jetzt mal so ein bisschen reingeschaut habe. Das war ja Teil des, 32 Millionen Dollar Goals. Und es gab dieses, ein paar neue Details zum Zwischenstand, was Salvaging angeht, die Todd Pepi erklärt hat. Vor allem habe ich aus diesem Video da mitgenommen, dass es massive Abhängigkeiten an dieser Stelle gibt. Das heißt, dass man ein umfangreiches Bergungssystem in Star Citizen haben will, aber die Leute dann auch länger sich dafür interessieren sollen. Also nicht einfach nur auf den Knopf drücken, 60 Sekunden warten und das Schiff ist verschwunden und dann das nächste. Also man will so ein richtiges Minigame dazu machen. Ne? Also es soll ja auch was Vernünftiges werden. Und dazu muss man jetzt erstmal von allen Schiffen ein vernünftiges internes Modell haben, also die Geräte, Waffen, Leitung. Und damit man sowas machen kann, braucht man natürlich so ein Komponentensystem von allen Schiffen, die das im Moment aber nicht haben. Da sind im Moment nur Platzhalter. Und es gibt jetzt eben über 100 verschiedene Schiffe mit einem sehr hohen Detailgrad. Und ja, das wiederum habe ich 2018 schon mal gesagt. Wer zuerst bei der Spieleentwicklung das Design in den Vordergrund stellt und erst danach das eigentliche Spielfundament, in diesem Fall eben die interne Struktur der Schiffe, der kann am Anfang dann zwar tolle 3D-Modelle zeigen, aber wenn diese Modelle später verarbeitet werden sollen, muss man alles manchmal nochmal machen. Und das ist eben wesentlich aufwendiger, als wenn man das alles von Anfang an berücksichtigt hätte, in der Dimension, wie man es haben wollte. Das geht natürlich nicht immer. Also wenn man eben von Anfang an weiß, wie umfangreich oder detailliert das Salvaging jetzt werden soll, dann braucht man dafür weniger Arbeit. CIG hat übrigens schon 2014 für etwa 400 Dollar Salvage-Schiffe verkauft, also die Redeemer, irgend sowas in der Art, habe ich jetzt vergessen. Und ich schätze mal, das Feature, so wie es jetzt beschrieben wurde, so wie es jetzt sein soll, dass es wirklich implementiert wird, so habe ich aus dem Video mitgenommen, wird noch einige Zeit dauern. Ja, und die andere Theorie, warum Star Citizen so lange braucht, ist, dass sie wollen nicht. Also ich habe das erst dieses Jahr wirklich in Erwägung gezogen, nachdem ich durch diverse Kommentare auf Reddit häufiger darauf gestoßen bin. Ich halte es für möglich, dass sie absichtlich oder unabsichtlich einen für sich lukrativeren Weg gefunden haben, um Geld zu verdienen. Das ist bei mir einem der vielen Trailer deutlich geworden. Da habe ich so drüber nachgedacht, was so die Stärken von CIG sind. Also manche Spielefirmen haben bestimmte Merkmale, die man so ausmachen kann. Also beispielsweise hatte BioWare lange Zeit einen exzellenten Ruf, was die Geschichtsschreibung angeht. Und Blizzard war dafür bekannt, exzellente Qualität abzuliefern. EA
verdient gerne viel Geld und wenn es geht, noch mehr Geld. Und ich denke, Cloud Imperium Games größte Stärke ist das Marketing, mit großem Abstand sogar. Also was sie dort an Bildern und Videos zusammenstellen, diese Emotionen, die da übermittelt werden, das ist echt gut. Ne? Das ist ohne Zweifel, da sind sie Profis drin. Ich muss da gerade so lachen, weil die Entwickler von Prison Architect einfach so ein Mikrofon vor sich hingestellt haben und bei jedem Update ihres Spiels einfach so ein bisschen drüber gesprochen haben und es gezeigt haben. Und das sind so Welten dazwischen. Ne? Das sind Sonnensysteme dazwischen, was so die Präsentation der Updates angeht. Also ich denke heute, dass dieses Marketing, was wir da sehen, sei es jetzt für die jährliche Messe für das Spiel, die filmreifen Szenen oder nur die wöchentlichen oder monatlichen Berichte über die Entwicklung, am Ende ist das alles ein sehr sorgfältig durchdachtes Konzept, um neue Käufer zu gewinnen. Wenn jemand hat gemeint, dass sie zwar Schwierigkeiten damit haben, Termine einzuhalten, aber offenbar läuft ja die Produktion und der Verkauf von Schiffen wie am Schnürchen. Und das stimmt. Ja, also das ist ein sehr starker Bereich dort. Also dass man irgendwann keine neuen Schiffe mehr so bekommt oder dass da einfach Flaute ist oder dass sie da Probleme haben, was Neues zu machen. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Also ich glaube nicht, dass es da wirklich mal Verzögerungen gab. Ja, das ist jetzt eben dieser Sonderweg, den sie seit Jahren beschreiten. Das kann man nicht so einfach kopieren und nachmachen. Der Einzige, von dem ich weiß, dass es so recht gut funktioniert hat, war Tim Schafer. Und Schafer war jetzt jemand, der beispielsweise die treibende Kraft hinter Monkey Island war und 2014 mit Broken Age wieder so ein ähnliches Spiel erfolgreich per Crowdfunding auf den Weg gebracht hat. Doch der hat eben Broken Age fertiggestellt. Ne? So ein normaler Mensch, der jetzt ohne Hintergrundstory aus der Vergangenheit nicht einfach, also man kann nicht einfach so eine Spielefirma gründen und hoffen, dass man den gleichen Weg geht und Millionen damit macht. Das geht nicht. Was wir eben heute haben, ist aber jetzt auch so ungewöhnlich nicht mehr, nämlich dass so ein Spielestudio irgendwas entwickelt und die Entwicklungskosten direkt durch den Verkauf des Spiels deckt oder zumindest teilweise nur. Das funktioniert eben nur für einen relativ kurzen Zeitraum, für ein paar Jahre, weil die Geduld der Leute ist eben begrenzt und auch die Lebenszeit eines Spiels, selbst wenn es in der Entwicklung ist, ne, ist immer begrenzt. Also neue Möglichkeiten und Trends kommen jetzt, zum Beispiel denke ich da jetzt an Cloud Gaming oder VR oder sowas. Und man kann dann eben ein Spiel nur begrenzt verändern, wenn man dann einmal damit angefangen hat und die Engine drin hat. Dann muss man eben das auch durchziehen. Deswegen so ein Release, also die Fertigstellung, das ist nicht nur gut für die Reputation, sondern auch für die Programmierer. Weil man kann sich ja vorstellen, man arbeitet jahrelang an einem Spiel, das nie wirklich fertig wird. Immer wieder wird was über den Haufen geworfen und das ist dann natürlich frustrierend. Und dann ist es natürlich besser und befriedigender, wenn es am Ende wirklich ein Ende gibt und dann auch die Crunch-Time überlebt wurde und das fertig ist und die Leute freuen sich. Es ist jetzt eben aber auch eine Tatsache, dass es möglich ist, dass CIG weniger Geld damit verdient, wenn sie jetzt ein fertiges Spiel auf den Markt bringen und es vielleicht den Ansprüchen der Leute nicht genügt und sie dann keinen Reiz mehr haben, Geld in das Ganze zu stecken. Also solche Fälle gibt es ja auch, ja, sehr häufig sogar. Also jetzt hier vor kurzem Marvel's Avenger, sind so ein jüngerer Fall. Ich glaube, viele Entwickler stehen vor dieser Frage, ob es lukrativer ist, die Käufer mit Videos, Shows und Alpha-Gameplay und vor allem Versprechungen zu ködern oder ob man jetzt tatsächlich handfestes, testwürdiges Gameplay macht, in der man sich auch jetzt der Realität stellt und darüber dann vielleicht mehr Menschen überzeugen kann. Ob CIG jetzt Star Citizen fertigstellen will, bleibt eine Spekulation und eine ziemlich heftige dazu, denn der Vorwurf, die Entwicklung aktiv zu verzögern, damit man weiter den Status quo aufrechterhalten kann, da muss man natürlich vorsichtig sein. Ne? Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und das unterstellen. Allerdings habe ich auch nicht das Gefühl, dass da mit voller Kraft auf ein Endziel hingearbeitet wird. Also zumindest irgendwas, was man Ende einigermaßen nennen kann, also was Fertiges, ne? Also was auch einigermaßen bugfrei ist. Ja, so. Und ein Problem ist jetzt, dass die Auswirkungen auf die restliche Szene da sind. Also eine der wichtigsten Fragen für mich in Sachen Star Citizen war ab 2015/16 so herum die Auswirkungen für den Rest. Ne? Also Kickstarter ist ja damit eng verbandelt, denn die Idee, dass man ein Videospiel über Crowdfunding möglich macht, ist meiner Meinung nach erst über Star Citizen richtig populär geworden. Und es ist ja weit über seine ursprünglichen Ziele dort hinausgegangen. Also man hat es quasi dort überflügelt. Und ich habe mich immer gefragt, welche Auswirkungen das auf die restliche Spieleentwicklung hat. Also wenn so ein Titel über seine eigenen Erwartungen heraus erfolgreich ist. Und
Ich halte das für eine sehr wichtige Frage, denn diesen Einfluss hat Star Citizen inzwischen. Also sowohl positiv als auch negativ. Also beispielsweise glaube ich, dass der Erfolg von Elite Dangerous beispielsweise von der Popularität von SC abhängt. Damals, also 12, 13, gab es einige Diskussionen, ob es sich überhaupt lohnt, Weltraumsimulationen zu machen, nachdem sie in den frühen 2000ern nicht gerade Kassenschlager waren. Doch der größte Einfluss hat SC bis heute, denke ich, damit, dass sie inzwischen einige Spieler vorsichtig gemacht haben. Also ob sie einem laufenden Projekt Geld geben sollten oder nicht, das ist natürlich klar, dass es da immer im Crowdfunding auch jetzt schwarze Schafe gibt. Also entweder richtige Scammer oder Entwickler, die ihr Projekt jetzt völlig falsch einschätzen. Also ich denke da persönlich an Starbase DF9 hieß das, glaube ich, oder Towns, die einfach irgendwann fallen gelassen wurden. Und da ist es natürlich das Risiko. Ne? Ich glaube, die lange Entwicklungszeit von Star Citizen heute ist so ein bisschen auch Mahnmal für PC-Spieler, dass man vorsichtig sein sollte, wen man unterstützt. Das ist natürlich immer so eine gute Einstellung, ja, also vorsichtig sein. Aber ich denke, wenn man als Entwickler eben auch skeptisch gesehen wird, wenn man das gleiche Konzept heute nochmal versuchen würde, dann ist das von Fall zu Fall auch vielleicht schlecht. Ne? Also es gibt sicherlich Fälle, da ist das gerechtfertigt, dass keiner zu viel Geld kriegt, aber in anderen Fällen auch sicherlich nicht. Und in meiner Community haben wir deswegen relativ viele für sich entschieden, gar nicht mehr im Early Access aktiv zu sein oder nur noch vollständige Spiele zu kaufen. Aber ich denke, verbreiteter ist noch die Einstellung, dass man genau dann ein halbfertiges Spiel kaufen kann, wenn der Preis und der aktuelle Entwicklungsstand für einen persönlich okay sind. Ne? Das ist natürlich total individuell und unterschiedlich. Einige haben mit einem verpackten Spiel viel weniger Probleme als andere. Und das ist dann auch eine tolle Überleitung dazu, wenn wir mal über die Community von Star Citizen reden, weil hier eben auch regelmäßig der Einwand kommt, dass man jetzt oder in der Vergangenheit schon eine Menge Spaß hatte, während ein anderer das gleiche Gameplay für lächerlich gehalten hat. Ja, okay, die Community von Star Citizen ist, ich sag mal, was Besonderes. Ne? Also Cloud Imperium Games hat jetzt in den Jahren eine sehr starke, eine sehr involvierte Community aufbauen können. Und die Bindung zu den Spielern ist da sehr mächtig. Auch wenn man regelmäßig Beschwerden darüber hört, dass die Kommunikation mangelhaft ist, so denke ich doch, dass sie da einen guten Spagat schaffen zwischen Transparenz und notwendiger Verschlossenheit. Und die starke Bindung kommt jetzt einerseits dadurch, dass man Teile des Spiels schon jetzt spielen kann, aber das gibt es ja woanders auch. Andererseits, ich denke, wegen diesem starken Marketingapparat und vor allem auch deswegen, weil hier andere Summen im Spiel sind als sonst branchenüblich. Ich hatte im letzten Video die Höhe des Fundraisings mit der Zahl der Accounts verrechnet und kam auf einen durchschnittlichen Betrag von etwa $110. Was aber nicht stimmt, denn darüber waren eben auch Leute, die einen kostenlosen Testaccount aufgemacht haben. Und der Redditor Nightnord hat ein kleines Skript geschrieben, mit dem er Teile der Website jetzt ausgelesen hat und kam zum Ergebnis, dass die durchschnittliche Summe, die die Supporter von SC ausgegeben haben, fast $400 erreicht und sogar über 140 Leute davon mehr als 10.000 ausgegeben haben. Also ich denke, wenn wir über die Community von Star Citizen nachdenken, dann ist das immer so der Elefant im Raum. Also diese Summen, die da mitspielen. Ne? Also ich denke, man sollte das im Hinterkopf behalten, denn im Moment scheint mir, dass die einzig plausible Erklärung dafür zu sein, dass wir dieses Verhältnis innerhalb der Community haben. Und mit Verhältnis meine ich jetzt diesen Konflikt zwischen Fans und Hatern, ja, so nennen es einige zumindest. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das schon so ein bisschen traurig, denn ich denke, das entspricht auch nicht so ganz der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass man, wenn man eine Sache hat, die einer sehr mag oder für die man öffentlich einsteht, dass es dann auch egal ist, ob man jetzt, also ich mache mal Beispiele, also wenn man sich jetzt für Apple-Produkte interessiert oder sagt, dass BMW die besten Autos herstellt, dann ist es immer so, als wenn man, dass man dadurch eben auch Leute anzieht, die sich dagegen aussprechen. Ich meine jetzt nicht die Leute, die das tun, weil sie anderer Meinung sind, die da fundierte Argumente haben, also weil ihr iPod nach einem Jahr kaputt gegangen ist oder sie immer noch nicht den Blinker an ihrem BMW gefunden haben, sondern ich meine die Leute, die Spaß daran haben, andere zu reizen, ne, zu provozieren. Also ich halte das einfach für eine Konstante im Internet, dass es einfach immer Leute gibt, die Spaß haben, andere zu ärgern. Es gibt eben solche Leute, die trollen gerne. Ne? Das gibt denen einen Kick. Mehr ist das ja nicht. Ne? Und das Problem, was wir jetzt dadurch haben, ist, dass man
jetzt schnell auf das eine oder andere Extrem geschoben wird und ein sinnvoller Austausch dadurch manchmal schwer bis unmöglich wird. Naja, und ich finde das schade, denn Star Citizen, das Projekt, hat ja keinen so echten Aufsichtsrat. Also nicht mal der Investor Calder hat im Moment mit seiner kleinen Finanzspritze viel zu sagen. Und wir sind es ja, ne? Wir, die Spieler, die technisch gesehen das Sagen haben. Wir, die das Projekt finanzieren und die es begleiten, verfolgen, spielen, kritisieren. Nur wir sind es, die einen Gegenpool bilden können, denke ich. Denn es ist eigentlich immer so, wenn man solche monströsen Projekte hat, dann hat man meistens auch einen ganz interessierten Auftraggeber dabei. Ein Geldgeber, der genau wissen will, was jetzt mit seinem Geld passiert und ob das alles funktioniert. Nur eben fehlt das jetzt hier bei CIG. Und ich habe jetzt schon einiges an Kontroversen im Netz gesehen. Also der klassische Kampf jetzt zwischen ATI und Nvidia-Fans, AMD und Intel, Battlefield und Call of Duty. Also da gibt es ja tausende Sachen. Aber dieses Ausmaß, was wir da jetzt haben, das habe ich sonst nur woanders dieses Jahr gesehen. Also zuletzt in den USA bei diesem Wahlkampf, wenn man das so nennen will. Oder wenn es um Religion geht. Also das nimmt schon sehr starke Züge hier an teilweise. Die Community von Star Citizen kann sehr überzeugt sein. Ne? Also das ist vielleicht das richtige Wort. Ich habe versucht jetzt herauszufinden, warum jetzt gerade hier in diesem Spiel. Und es gibt jetzt dazu die Theorie der versunkenen Kosten. Und zwar, dass Menschen dazu neigen, irreversible Kosten aus der Vergangenheit mit einzubeziehen, wenn sie Entscheidungen heute treffen müssen. Also beispielsweise kauft eine Firma eine ganz spezielle CNC-Fräse, mit der sie ein ganz spezielles Produkt herstellen will. Dieses Produkt wirft aber dann nicht wirklich Gewinne ab. Die Fräse kann nicht so einfach wieder verkauft werden. Und man stellt dieses eigentlich verlustreiche Produkt deswegen trotzdem weiter her, obwohl man das nicht sollte. Vielleicht wird das ja nochmal was, vielleicht bessert sich ja der Markt. Oder anderes Beispiel, man schaut jetzt eine Serie auf Netflix und ab der vierten Staffel hat man überhaupt keine Lust mehr dazu, aber man schaut eben noch die fünfte Staffel, weil man hat ja schon so viel Zeit in die Story investiert. Das Thema mit den versunkenen Kosten kommt häufiger zusammen mit Star Citizen. Also ein YouTuber namens Binky hat seine Meinung zu dem Spiel auch so betitelt. Und ich denke heute, dass Teile der Community deshalb immer noch so stark hinter dem Projekt stehen. Das liegt vor allem an den versunkenen Kosten für sie. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der einen Betrag hat, der 3- bis 4-stellig ist, und für das er seiner Meinung nach beste Videospiel aller Zeiten damit ausgegeben hat, dass so jemand es persönlich nehmen kann, wenn das ganze Projekt laufend kritisiert wird. Also man kritisiert aus dessen Sicht vielleicht nicht nur die Entwicklung von Star Citizen, sondern auch seine persönliche Entscheidung, so viel Geld dafür reinzustecken. Und dann gibt es ja natürlich wieder die Trolle, ne? Denn die tun das ja direkt. Die sagen ja, ey, ziemlich blöd von dir, dass du da 800 Euro reingesteckt hast, oder? Oder? Und ja, es gibt jetzt Menschen, die das natürlich überhaupt nicht interessiert, was irgendwelche anderen Leute im Netz so von sich geben. Aber ich weiß leider aus eigener Erfahrung, hust, hust, Bruderherz, dass es auch Menschen gibt, die es als Schwäche ansehen, wenn sie einen Fehler zugeben müssten. Also dazu kommt jetzt auch vielleicht noch, was ich vorhin schon gesagt habe, dass eben einige vollkommen zufrieden sind mit dem Gameplay von SC, also die zufrieden sind mit der Entwicklung und wie das hier alles läuft und die das gut finden. Und die dann eben auch indirekt den Vorwurf hören, dass sie dämlich wären, weil sie zu viel Geld in etwas gesteckt haben, was mehr und mehr wie ein Scam aussieht. Ja, ich denke, es gibt noch mehr Gründe, dass wir wegen dem Spiel sehr heftige Kontroversen haben. Aber ich muss ehrlich sagen, dass diese Art von Drama dann für mich dann schon wieder so ein bisschen weniger interessant ist. Also am Ende, ne, leben und leben lassen. Wer Spaß dran hat, soll ihn haben. Und wer nicht, der soll seinen Ärger freien Lauf lassen. Innerhalb gewisser Grenzen, versteht sich. Nur, ich habe inzwischen auch die Meinung, dass man gerade von Core-Usern erwarten sollte, dass sie kritisch bleiben. Weil es ja genau diese Leute sind, die nicht nur bestens informiert sind, sondern die auch den stärksten Einfluss auf die Firma haben und insofern am ehesten das Spiel positiv beeinflussen können. Und dass CIG eben außer uns niemanden hat, der ihnen wirklich auf die Finger klopfen kann und eine sehr ich bin sehr sicher, dass wir da eine Lösung finden, die nicht zu diesen starken Kontroversen führt und dass wir es vielleicht trotzdem schaffen, auf CIG einzuwirken. Und deswegen habe ich jetzt diesen Vorschlag, wie wir das vielleicht verbessern können. Und damit sind wir jetzt wieder beim Titel. Also zuerst einmal, die Kritik an der Entwicklung nimmt allgemein zu. Also der Anteil der Leute, die sich jetzt negativ oder kritisch darüber äußern,
ist mehr geworden. Also auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, nimmt das Spiel selbst zunehmend Gestalt an. Also beispielsweise jetzt die Cargo Decks, die jüngst vorgestellt wurden, oder beim letzten Testdurchlauf war die Performance aus meiner Sicht wesentlich besser als sonst. Und ich denke, heute bin ich inzwischen davon überzeugt, dass es wesentlich besser wäre, wenn das Projekt nicht mehr Geld bekommt. Also dass mehr Geld jetzt nicht hilft. 2019 war das jetzt bis jetzt lukrativste Jahr für CIG. Also einen wirklich nennenswerten Fortschritt gab es auch dadurch nicht wirklich. Also wie gesagt, Squadron 42 wurde wieder verschoben. Auch Star Citizen kommt meiner Meinung nach nur im Schneckentempo voran. Aber beispielsweise das vorgestellte Pyro-System, ja, war nichts von zu sehen. Das fand ich schon sehr blöd. Richtig deprimierend war hingegen, dass in den News-Artikeln, also die Kommentare dazu, immer häufiger steht, dass einige Menschen es total vergessen haben. Also nicht nur irgendwer, sondern auch Leute, die von sich sagen, dass sie es anfangs finanziell unterstützt haben und dann aus den Augen verloren haben, weil neuer Job, Kinder, Heirat, was weiß ich. Und schlichtweg haben sie es vergessen. Ja? Es existiert einfach nicht mehr. Und mein persönliches Highlight ist da ein Kollege, der mit mir darüber gesprochen hatte, dass er das Spiel interessant findet. Also er hat es mal früher gesehen und gespielt. Er war sich unsicher, ob er dort einsteigen will, ein Paket kaufen soll. Und ich habe gefragt, was er denn mit seinem alten Paket gemacht hat, was er 2013 hatte. Weil er war noch in meiner Freundesliste und ist dort aufgetaucht. Und davon wusste er nichts mehr. Ja? Er hat einfach vergessen, dass er das Spiel unterstützt hatte. Ich meine, das passiert. Das ist eben auch irgendwo das Geniale an Early Access-Spielen und insbesondere hier an Star Citizen, dass man ja handfestes Geld gibt für eine Sache, die irgendwann kommt. Und wenn dieses irgendwann weit genug in der Zukunft liegt, verlieren die Leute das Interesse. Also andere sagen, sie hätten jetzt auch andere Hobbys, ne? Also Segeln statt Gaming oder einfach gar keine Zeit mehr. Und das ist natürlich irgendwo irre, ne? Also dass man Geld für eine Sache bezahlt und dann vergisst man das. Also ich muss CIG aber auch dafür jetzt mal bewundern. Und das ist schon eine Leistung, dass man Geld jetzt damit verdienen kann, mit Leuten, die am Ende gar kein Interesse mehr daran haben. Das ist insofern eigentlich genial. Ne? Das muss man erstmal schaffen. Und darüber hinaus denke ich, dass das auch schon so eine Art Zyklus inzwischen geworden ist. Also man hört anfangs von diesem Spiel, egal welches Jahr, und man ist jetzt so leicht interessiert, dann informiert man sich, es geht in die Begeisterung rein, man kauft das Spiel und testet es aus, man ist vielleicht zufrieden, aber man freut sich viel mehr auf diese rosige Zukunft und wartet dann und wartet noch ein bisschen länger und liest wieder so neue News und ein kleines Update, liest wieder was von einem neuen Release-Termin, wartet noch ein bisschen, man wird auch langsam vielleicht mürrisch, ja, dann wartet man und wird dann vielleicht skeptisch, irgendwann ist man verärgert und hört dann irgendwann auch auf, an Star Citizen zu denken. Ja, jetzt kommt aber der Nächste, durchläuft so ein bisschen zeitversetzt die gleichen Phasen und dann wieder der Nächste. Und der Nächste ist vielleicht ein bisschen zufriedener, der Nächste ist gleich angepisst, was weiß ich. Aber es geht so, ne, es dreht sich so im Kreis. Mit jedem weiteren Jahr, was verstreicht, wachsen dann auch wieder diese beiden Lager. Denn die einen sagen, hey, es ist schon 8 Jahre in der Entwicklung, das heißt, es muss bald fertig sein. Die anderen wiederum sagen, hey, es ist schon 8 Jahre in der Entwicklung, das wird nie fertig. Ja, und ich denke, dass diese Form von Kontroverse auch nicht so ungern gesehen wird vom Entwickler. Denn selbst schlechte Publicity ist irgendwo gute Publicity. Also nichts ist schlimmer, als wenn niemand mehr über dich und dein Projekt redet. Also ich denke heute, wenn wir den Geldstrom von Star Citizen verkleinern, wenn wir keine neuen Schiffe mehr kaufen oder was auch immer da in Zukunft jetzt angeboten wird, ich rechne sehr stark damit, dass da noch neben diesem Landverkauf später auch Stationen und Module dazu kommen. Und wenn wir das nicht mehr machen, wenn wir an dieser Stelle jetzt sagen, nein, erst dann muss diese Firma sich wirklich darauf fokussieren, das Spiel als Gesamtes fertigzustellen. Und es wird dann natürlich Kritik daran geben, also dass das jetzt nicht das epische Super-Duper-Spiel ist, was Roberts versprochen hat. Aber das haben auch andere jetzt schon überlebt. Das kann man aussitzen. Und so wie No Man's Sky das Ding so weiterentwickelt hat, dass es irgendwann der Vision da von Hello Games entsprochen hat,
denke ich, dass das auch hier möglich ist. Also ich denke, dass es vor allem ein besserer Weg ist für uns und vor allem auch fairer, anstatt jetzt mit anzusehen, dass es sich wieder weiter verzögert und verzögert. Denn ich habe jetzt Anfang des Jahres mit einem Release von so 22, 23 gerechnet, aber ja, jetzt mit der Sache mit Squadron 42 will ich auch davon Abstand nehmen. Ich hoffe sehr, dass dieses Spiel noch den Umschwung schafft, irgendwie rauskommt aus den Blockaden, die es da blockiert, welche auch immer es jetzt sind. Und dass wir jetzt mal ganz konkret das bekommen oder ansatzweise das bekommen, was uns versprochen wurde. Aber falls nicht, ja, nun, ne? Auch kein Weltuntergang, oder? Also Elite Dangerous hat diverse Updates bekommen und genau wie No Man's Sky möchte ich auch da nochmal einen zweiten Blick drauf werfen. Und auch wenn jetzt praktisch unbekannte Titel wie Empty Epsilon grafisch auf einer ganz anderen Welt sind, ich meine, muss man sich mal angucken, ne? Aber es macht trotzdem Spaß. So bin ich doch zuversichtlich, dass entweder Cloud Imperium Games seine selbstgesteckten hohen Ansprüche bald erfüllen kann oder irgendein anderer Entwickler, der das gleiche Genre abdeckt. Also es gibt bereits Ansätze wie etwa Dual Universe oder in weiterer Zukunft vielleicht Starfield von Bethesda, aber da sind wir uns ja als Sternenbürger ja alle einig. Die Hoffnung stirbt zuletzt und in diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao und bleibt schön seriös in den Kommentaren. Ne?